Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Egon's und spielt XCOM 2 War of the Chosen. Ich habe seit 2 Wochen nicht mehr aufgenommen, deshalb verzeiht es mir, wenn ich nicht genauso drin bin, wie ihr, die das jetzt Tag für Tag anschaut. Als erstes werden wir unsere... Oh, hier. Al kann mit wem? Mit David Anderson zusammenarbeiten. Ein Templer, ja, können wir machen. Kameradschaft bestätigen. Außerdem, Foto machen, sehr schön. Grüner Hintergrund, passt. Außerdem wollen wir jemanden umbenennen. Und zwar statt Lena. Templer, Schnitter, Ranger, Doktroller. Genau. Statt Lena. Oh, keine Waffenverbesserung mitnehmen. Sehr gut. Zielfernrohr. +15%. Welt und die Templer, die sie zu beherrschen lernen, können mehr erreichen, als man je für Menschen möglich hielt. Eine Chance von 10% das Ziel, ungeachtet seiner Trefferpunkte sofort zu töten. Wow, machen wir. Die Scharfschützen haben alles schon. Das ist überragendes Zielfernrohr mit +20%. Und Alan hat wahrscheinlich auch schon, ne? Fortschrittlich +15 und den Stecher, das ist klar. Dann bleibt noch Shady, Holly Hughes. Als Spezialistin weiß ich nicht, ob sie da das Zielfernrohr braucht. Dann würden wir unserem dritten Scharfschützen, Mr. Murphy, ein Zielfernrohr verpassen. So, jetzt aber. Lena wird umbenannt. Individualisieren. Sie wird Charakterinfo. Vorname. Nehme ich zu Game. Bestätigen. Nachname Rocker. Und ihr Spitzname ist Game Rocker. Lieutenant Game Game Rocker Rocker. Sehr gut. Nationalität Deutsch. Weiblich. Ich weiß nicht. Game Rocker. Das ist mal hier. So sieht das doch noch was aus. Treppier, da ist Game Rocker mit dabei. Willkommen im Trupp. Unsere Special Boys und Girls. Wir haben immer noch keinen Dritten im Bunde, ne? Schwer verwundet, 10 Tage verwundet, 4 Tage, Können wir, können wahrscheinlich nicht in unserer Krankenstation, haben wir ja schon mal geguckt, jemanden reinlegen, um ihn sofort fit zu machen. Nicht genug Energie. Die Vorräte hätten wir tatsächlich, aber die Energie nicht. Und dann müssten wir schon die Energiespule. Können wir das machen? Ja, mach doch mal. Freilegen. 25 Tage. Ich gehe nicht davon aus, dass wir es jemals schaffen werden. Ich mache mir gerade eine kleine Übersicht, ne, über was gerade so läuft. Das Codex-Hirn brauchen wir 6 Tage, aber dann müssen wir unser Forschungsprojekt abbrechen. Und das ist gerade was. Stimmt, was richtig Gutes. Sektopotenanalyse. Auch nicht verkehrt, aber dann, weil wir gerade angefangen haben. Ne? Das ist doch der Fall. Wir haben gerade angefangen. Dauert noch 6 Tage. Gehen wir lieber in die Schattenkammer und schauen uns da das Codex-Hirn an. Müssen ja irgendwie weiter vorwärts kommen. Die Vorteile der Umsiedlung hin und führte zu einem konstanten Strom neuer Konvertierter. Obwohl die meisten Neuankömmlinge im Vorfeld nichts von Chip-Bedingungen wissen, wie Advent es vorzieht, lehnen nur wenige den Chip ab, wenn sie erst einmal in den Kliniken sind. Ich habe leider unter die Hälfte verstanden. Verzeiht mir das. Wir brauchen mehr Spezialisten, glaube ich. Wir haben wieder nur 2. Das heißt, im Trainingszentrum ist da gerade jemand? Nee, ne? Nee, hudeln wir mal nicht. Fähigkeiten trainieren, rekruten. Hä? Ah ja. Was kostet das? 15, 25 Punkte. Kettenschuss. Schieße mit einer um 15% verminderten Zielsicherheit. Triffst du das Ziel, schießt du automatisch nochmal drauf. Auch nicht verkehrt, aber da braucht man eine Waffe, die halt richtig viel nachladen kann. Schussserie. Feuerpistole, eine Pistole dreimal auf dasselbe Ziel ab. Oder Serie. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Für Al, denn da gehe ich von aus, dass wir das sehr gut brauchen können.
Bei den anderen müssen wir mal schauen. Ich glaube, die sind nicht so wichtig. Aber was wir noch gerne mitnehmen würden, wäre, glaube ich, die Konfrontation. Weil wir mit unserer Plasmapistole jetzt eben sehr starke Pistolen haben, die, wenn wir sie dreimal abschießen, ja eben auch bis zu 8, 16, 24 Schaden machen können, wenn sie alle treffen. Und oftmals sind wir in einer Position, in der wir dann auch 100% Trefferwahrscheinlichkeit haben. Ansonsten, wir haben 500 Ressourcen, ne? Können wir einen Spark bauen? Kaigen scheint die Angewohnheit zu haben, an der Narbe auf seinem Kopf zu kratzen. Hat denn jemand nachgesehen, ob der Chip wirklich weg ist? Wir brauchen noch einen Illyriumkern. Außerdem würde ich gerne experimentelle Granaten. Ah, da brauchen wir Illyriumkerne für, ey. Wo soll man die denn herkriegen? Gibt es eine Möglichkeit, schnell viel Illyriumkerne zu bekommen? Müssen wir mal wieder auf Vorrat kaufen. Wenn, dann auf dem Schwarzmarkt, ne? Schädelchecker brauchen wir auch nicht mehr. Schädelauswertung bringt Info, Feldmedizin. Illyriumkern, zwei Weibern, 50. Das Gift, das die Viber. Das haben wir doch schon am Start. Spinnenanzug. Die brauchen wenigstens keinen Illyriumkern. Und die hier brauchen ja nicht mal. Doch. Doch, brauchen sie alle. Ey, das ist echt. Lass uns mal auf die Suche gehen. Wo sind wir überhaupt gerade? Energieschwankungen. Belohnung, Information. Braucht man nicht. Das UFO. Oha. Wissensdrang. Labor gewähren einen zusätzlichen Schub von 20% bei Forschungszeiten. Sehr schön. Gut, dass wir jetzt unser Labor umgehuddelt haben. Wenn, dann würde ich hier rüber gehen. Irgendwas machen. Alien-Einrichtung. Kommen wir nicht hin. Weil wir noch keinen Kontakt hergestellt haben. Das wäre aber bald das nächste. Wir brauchen hier noch einen weiteren. Um die mentale Stärke zu bekommen, die immer nicht so wichtig ist, aber um da was machen zu können. Wenn. Alien-Legierungen. Illyrium-Kristalle. Ich brauche Kerne. Kerne brauche ich. 5 Tage nur. Ein Schwarzmarkt. Oh, hoffentlich bin ich nicht abgefangen. Oh, ja, in die andere Richtung. Ja, bleib da oben, bleib da oben. Lass mal Schwarzmarkt gehen. Der Markt ist offen. Kaufen. Überragendes Zielfernrohr. Automatiklader. Überragend. 20 Info. Wir haben 104 Info. Merken wir uns. Überragende Wahrnehmung. Vorräte. 40 Info, Wissenschaftler, alles für Info, ne? Aber was ich gerne hätte, wären Kerne, Illyrium-Kerne. Das sind nur Legierungen und Kristalle. Vorräte brauchen wir auch nicht wirklich. Wissenschaftler ist immer gut, aber 90 Info ist schon richtig teuer, damit wäre ja alles weg. Genauso wie hier bei der Psionik. Wenn wir so einen Automatiklader gerne Alert geben oder so. Für 20 Info nehmen wir mal mit. Und schon können wir nicht mehr alles kaufen. Können wir Dinge verkaufen, die wir nicht mehr brauchen. Medikit, Spinnenanzug, Sektorboden. Alles nicht so viel, ne? Das würde ich gerne aufheben. Betäubungslanzenträger bringt nur 3. Nee, das passt so, danke. Was für mich keine Manier. Vorräte, Informationen, Legierungen und Illyriumkristalle. Dann haben wir natürlich noch die Geheimeinrichtung in Ostamerika und die Alien-Einrichtung in Ostamerika. Was wir aber machen werden, ist erstmal ein plus 70, plus 35, plus 70 in Neuindien ein Funkrelais installieren für 300. What? Was kostet hier? Auch 300. Kostet überall jetzt 300 oder wie? Ja, aber nehmen wir mit um die Kontaktkosten hier hin. Oh, wir können natürlich auch.
Nein, wir können ja beides machen. Wir können... Ostasien bringt nichts. Wieso gibt es hier keine Verbindung? Hier muss doch eine Verbindung geben. Gibt nur hier eine Verbindung. Jetzt hat er gesagt, wenn wir hier ein Funkrelais bauen, bekommen wir 70 mehr und können dann für nur 30 Info hier den Kontakt herstellen. Weil müssen wir das? Nicht unbedingt, oder? Müssen wir jetzt nicht jedes der Alien-Einrichtungen zerstören. Es reicht ja, wenn wir das Avatar-Projekt einfach zerstören. Oder halt dann zum Schluss hin auch die letzten Aliens zerstören. Ich bin nur hergerissen. Weil hier, wenn wir nur die Hälfte der Einnahmen pro Monat bekommen. Wir gehen hier hin. Aber wie viel würde man denn 85 für das bringen? Dann machen wir erstmal das. Wir stellen Kontakt her. Wofür haben wir denn ganzen Infos? Voll aus und können keine neuen Kontakte mehr herstellen, ehe wir unsere Systeme nicht verbessern. Sinnvoll ausgelastet bei den Kontakten. Das passt. So passt das. 6 Tage. Grenadier abgeschlossen. Dann lass uns schnell einen weiteren in der Guerilla-Taktikschule ausbilden. Mr. Wells. Spezialist haben wir gesagt. Ausbildung beginnen. Kann schnell Kampftaktiken. Die brauchen wir auch immer. Oh ja, Schnitter, Infiltration, verbessert Hacken. Plus 25. Für 75 Vorräte. Ja, kann man schon mal machen. Ne? Dann brauchen wir noch Scharmutzler. Da haben wir gar keine mehr. Und Grenadiere. Da brauchen wir einen Captain. Sprengkörper können kritischen Schaden anrichten. Auch nice. Aber erstmal auf die Brücke. Weiter scannen. Dann die experimentellen Granaten. Eine Brandgranate. Da hätte ich mir eine Säuregranate mehr gewünscht. Aber nun gut. Können wir das denn jetzt machen? Im Testbereich haben wir Ressourcennetz, nicht wahr? Spark, 7 Tage. Fortschritt nochmal. Wir bauen einen Spark? Sehe ich das richtig? Jack Johnson, der Musiker. Ja dann, ja damit. Gerne, cool. Ach, jetzt weiß ich es wieder. Wir hatten doch mal... Oh, wir haben einen Scharmützler. Konnte ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass wir den holen. Und wir können Captain Doc Troller befördern. Ich habe mir doch mal einen Spark gebaut und dann war er weg. Und ich dachte mir, ich habe es verdummbeutelt. Aber anscheinend ist es nur in der Liste jetzt weitergegangen. Sehr gut, so löst sich alles wohlgefallen aus. Gerne. Ja. Außerdem brauchen wir neue verdeckte Missionen. Vorräte. Templer. Ich dachte, wir hätten einen Templer. Einnahme erhöhen. Soldatenzusammenhalt erreicht die nächste Stufe. Ausweichen plus 8. Das ist auch interessant. Überlegene Waffenverbesserung. Avatarfortschritt reduzieren brauchen wir nicht. Doppelagent bei jedem Einsatz. Besteht die Chance, dass eine Advent-Einheit dem XCOM-Trupp anschließt? Wie kann ich das denn verstehen? Ist dann wirklich jemand, der zu uns überläuft? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Steht nicht dabei, ne? Verstärkte schwere Rüstung. 5 Tage. Ja. Das hört sich richtig gut an. Vorrede immer gut. Kobayashi. Den wollten wir ja in Maru Kobayashi umbenennen. Komm, wir holen das. Außerdem, was stand da? Hacken plus 5. Braucht man Spezialisten. Oh, und ihr beiden könnt abgegradet werden. Auch sehr gut. Dann schicken wir Holly Hughes. Wir schicken René Simon. Und wir haben keine 25 Info. Wir sind 1 drunter. Aber dass die mal verwundet wird, ist auch niedrig, die Wahrscheinlichkeit. Von daher... Achso, da müssen wir dann wahrscheinlich... Dann wird das freigeschaltet, dass wir ihn rausholen können. Das ist ja letztes Mal total in die Hose gegangen. Hoffentlich können ihre Leute auch mithalten. Hoffen wir, dass wir es diesmal dann besser hinkriegen, ne? Major Alil Hellborn Zeil. Krass.
kommt er aus Frankfurt zufällig. Der überragende Automatiklader. Den hätte ich gern jemandem anderen gegeben. Schau mal gleich mal. Den Rat nicht mehr bei Laune halten, wenn der Sprecher in den Schatten lauert. Ja, krass, dass wir jetzt direkt einen Major haben, ne? Wenn du dich in den Feuerschutz begibst, kannst du so viele Schüsse abgeben, wie du verbleibende Aktionen hast. Wenn ich mich in den Feuerschutz begebe, kann ich so viele Schüsse abgeben, wie ich verbleibende Aktionen habe. Also in der Regel 2. Wenn ich sonst nichts mache, sind es 2. Bei Bonusaktionen dann 3. Na, das weiß nicht. Abbrechung schaltet den Klaue-Hiebe-Angriff frei. Müssen wir mal gucken, was der kann. Feuer erwidern. Wenn du unter feindlichem Beschuss stehst, feuerst du einmal pro Runde automatisch mit deiner Waffe des Typs Kurzgewehr zurück. Ist auch sehr situational, ne? Situationsabhängig. Kampfpräsenz gewährt einem Truppenmitglied eine zusätzliche Aktion. Ja. Aktionen sind so wichtig. Bestrafung, kostenlosen Angriffe mit der Waffe, Klaue auf alle Feinde, die in Nahkampfreichweite kommen oder im Nahkampf angreifen. Hört sich richtig gut an. Unterbrechung. Eine mächtige Form des Feuerschutzes. Führe eine beliebige Aktion aus, statt automatisch zu feuern. Okay, also dann könnte ich sagen, wir sind im Feuerschutz, aber statt zu schießen, machst du dann immer Abrechnung zum Beispiel. Auch interessant. Mal gucken. Blitzschnelle Reflexe. Der erste Reflexschuss gegen dich daneben. Ja, doch. Dann können wir ihn vorne reinschicken. Peitschenhieb. Greift einen Feind mit dem elektrischen Peitschenhieb ein. Dieser Angriff kostet keine Aktion. Machen wir immer gerne. Vollgas. Erhalte in dieser Runde für jeden Kill plus 2 Mobilität. Mobilität ist uns egal. Deine Granaten richten mehr Schaden an. Mal gucken. Zorn. Nun ist ein Kletterhaken, um dich zum Feind hinzuziehen und mit deiner Klaue anzugreifen. Jawohl, ja. Draufhalten. Mehrere Schüsse in Folge in derselben Runde sorgen für eine kritische Chance von plus 10, wenn es sich auf dasselbe Ziel richtet. Außerdem eine Trefferchance von plus 10. Mehrere? Wo kann ich das denn machen? Was haben wir denn? Mehr Marodeur. Standardschüsse beenden nicht die Runde. Man kann sich also nach dem Schießen fortbewegen oder zweimal in einer Runde schießen. Das muss ich mir merken, das habe ich mir, glaube ich, nie gemerkt. Gerechtigkeit. Benutze den Kletterhaken, um ein humanoides Ziel für die Klaue heranzuziehen. Und Kletterhaken, kletter irgendwo hoch. Das Werfen einer Granate, das Benutzen eines Objekts beendet nicht die Runde. Das ist, kommt mir vor, als ob es viel wert wäre. Bereichsbeschuss. Vollreine Kegelförmung mit Trommelfeuer auf alle Gegner im Wirkungsbereich ab. Außerdem kann die Deckung dieser Gegner beschädigt oder zerstört werden. Verbraucht eine Menge Munition. Kann auch gut sein. Reflex, wenn auf dich geschossen wird, erhältst du zur nächsten Runde eine zusätzliche Aktion, löst nur einmal pro Mission aus. Dann lieber den Bereichsbeschuss und dann haben wir es auch. Das sieht okay aus, wenn ihr mich fragt. Waffenverbesserung, dann ist der automatische Nachlader für dich, glaube ich, genau das Richtige. Wenn das Nachladen für dich keine Aktion kostet, dann kannst du ja wirklich, richtig viel schießen, ne? Richtig viel. Gut. Doc, herzlichen Glückwunsch zur Beförderung. Du wirst, wenn du eine Merke in einer Runde ziehst, erst einen zusätzlichen Zug, einen oder mehrere. Oder Klingensturm, kostenloser Angriff mit der Waffe Schwert auf alle Feinde, die in deine Nahkampfreichweite kommen oder im Nahkampf angreifen. Mehrere Aktionen würde ich behaupten wollen. Aber mit dem Klingenmeister bist du natürlich auch gut dabei, ne? Kostenloser Angriff mit der Waffe Schwert auf alle Feinde, die in deinen Nahkampf reinkommen oder einen Nahkampf angreifen. Oder Kills. Nee, wir gehen Kills. Das hier ist mehr wieder defensiv, das hier ist offensiv, würde ich sagen. Und it's all about the offense. Wir haben noch 1, 2, 3, 4 Verwundete und 2 in verdeckten Aktionen. Soweit, so gut. So, 4-5 Tage dauert jetzt alles. In der Zeit wird bestimmt ein Auftrag reinkommen. Leute sind in eine schwierige Lage geraten. Können Sie uns helfen? Ja klar, Einsatz ansehen. Wobei das UFO gerade Richtung uns geht. Versammle Überlebende aus der verlorenen Stadt. Belohnung. Wir bekommen einen Ingenieur, wir bekommen Informationen und 2 Grenadier-Colonels. Das lohnt sich, aber 25 Gegner. Andromedon, Archon, Viper, Elite-Soldat, Elite-Phantom, Codex, verlorenen Rohling. Das wird schwierig. Aber wer wären wir, wenn wir diese Herausforderung nicht annehmen?
Verlorene, reduzierte Alarmbereitschaft. Advent Trumai, ihre Präsenz ist reduziert. Begrenzte Streitkraft. Der Advent kann keinen Einsatz mit maximaler Stärke durchführen. Erweiterter Timer. Wenn diese Einsatzzeit begrenzt ist, wird die Begrenzung um 2 Runden verlängert. Uralarmbereitschaft, XCOM Jagd. Aha. Mir nie aufgefallen, dass wir hier den Lagebericht haben. 25 Feinde. Andromedon, Archon, Viper. Ja. Kriegen wir schon hin. Ich meine, was soll da schief gehen? Die östliche USB. Ey, das UFO. Kein Plan, was passiert, wenn uns das UFO fängt. Also früher war es ja so, dass man dann nochmal so einen kleinen Luftkampf simuliert hatte. Und gegebenenfalls abgeschossen wird. Dass Verlorene in diesem Gebiet aktiv sind. Unsere Truppen müssen besonders wachsam sein. Ja, Verlorene, dann bietet sich ja an. Auf jeden Fall, dass unsere Scharfschützen dabei sind. Dann nehmen wir 2 mit. Geomongo und alle. Major Almost Awesome als Ranger geht vorne rein. Ballertruff. Schnitter klärt auf, wo wir wohin gehen. Scharmützler haben wir gerade mitgenommen und jetzt ist die Frage, brauchen wir noch einen Spezialisten? Bleibt Doc Troller zu Hause als Ranger? Er ist mit Almost Awesome cool, von daher würde das schon Vorteile bringen, aber in der Komposition haben wir 2 Scharfschützen, 2, 3 Ranger, 4 praktisch. Ne, 3 Scharfschützen, 3 Ranger. Das ist nicht die beste Komposition. Wir müssen hier auf den einen oder anderen verzichten. In dem Fall, also die beiden Scharfschützen will ich dabei haben. Dann ist die Frage, da muss Troller heute leider zu Hause bleiben. Schnitter. Ist manchmal viel wert, aber mir fehlt da die Firepower. Ich hätte da gerne noch einen Grenadier oder so. Aber Game Rocker ist leider noch leicht verwundet. Unser Templar ist sowieso verwundet. Private da mitzunehmen ist halt auch nicht geil. Können ja noch mehr Granaten reinbauen. Mutationsgerät vor allem. Und statt einer Granate eine Brandgranate. Wie wär's denn hiermit? Das sieht doch gut aus. Mit wem bist du cool? Wird mir jetzt angezeigt. Aber ich glaube, in die Richtung müssen wir gehen. Kameradschaften. Weiß nicht. Scharmützler. Ein zweiter Ranger. Was wäre die Alternative zu Hellborn? Schon Spezialist. Andrea Blanco. Shady. Guck mal, ich brauche noch 0 Tage. Können wir noch kurz warten? Dass unsere Zusammenarbeit den gewünschten Erfolg hatte. Ja. Das war's schon. Die vom Widerstand haben uns geholfen, den Aufenthaltsort unseres vermissten Soldaten zu finden. Neu verdeckte Aktion, aber nur für Einheiten, bei denen wir keine hochrangigen Teammitglieder schicken müssen. Kameradschaft formen, Fähigkeitspunkte, Sergeant Plus. Na, das ist doch gut. Da können wir ein paar Rekruten hinschicken. Sullivan und Cunningham. Viel Erfolg. Der Befehl ist eindeutig und wir werden ihn ausführen. Und wo ist der Einsatz? Hier. Nicht wahr? Ja. Einsatz starten. Wo ist er mal stehen geblieben? Nagagawa, sehr gut. Imitationsgerät, sehr gut. Ja, wir brauchen jetzt statt einer von euch beiden. Ah, oder gehst du raus? Kampfintelligenz begnadet, Hochlanzer fetzen, Abschusszone Nadel, lautloser Rotsplitter. Deine Claymores bringen halt richtig viel. Da müssen wir aber auch Granaten mit reinwerfen. Da haben wir eigentlich wenige. Wir haben hier immer Schutzwesten, Bluescreen-Geschosse, Gift. Als Ranger brauchst du schon eine Weste. Dann würde ich sagen,
Ihr braucht hier hinten nicht wirklich die Westen. Die braucht ihr nicht, sage ich jetzt. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine Weste bei dir, Major. Awesome. Da du nicht wirklich mehr tragen kannst, das machen wir ein bisschen zu schaffen. Auch wenn wir dich gerade voll abgegradet haben. Würde ich dann doch auf jeden Fall unseren nächsthöheren Spezialisten, Holly, unsere nächsthöhere Spezialistin mit reinnehmen. Mit sind Bluescreen-Geschosse wieder zu haben. Mit Medikit auf jeden Fall. Granate, Feuergranate, das ist gut. Hier wäre die Frage, ob du nicht auch ein Medikit kriegst oder einer von euch statt einer normalen Granate. Geomongo, genau. Und dreimal Bluescreen ist auch nice to have. Aber dann sehe ich das Imitationsgerät eher bei dir. Mach das mal weg. Und nimm stattdessen die Bluescreen-Geschosse, die gleich frei werden. Ja. Genau, dann brauchen wir unseren Grenadier. Der braucht ja auch keine Schutzweste. So. Wir gehen rein. Werden mit unseren Scharfschützen. Brauchen wir da wirklich eine Granate? Ja, statt einer Blendgranate. Blendgranate ist halt auch nicht verkehrt. Aber in Kombination mit unserer Claymore hätte ich hier und da halt schon gerne eine. Und der Grenadier wird eigentlich immer feuern. Wenn, dann geben wir ihm noch eine Blendgranate mit. Okay. Wir haben als Backup Geomongo, der nochmal heilen kann, falls er es sehen nicht kann. Wir haben ein Imitationsgerät, das uns eine Runde weiter verschafft. Awesome geht rein mit seinen Giftgeschossen, tötet die Vipern, wobei die wahrscheinlich immun gegen Gift sind, aber andere biologische Einheiten. Ihr beiden kümmert euch um die großen Brocken aus der Ferne. Und du auch, Nakagawa. Haben wir noch andere Munition? Nee. Okay, aber dann passt das doch so. Drückt die Daumen. Ich glaube, so kommen wir hin. Starte Einsatz. Wir werden dann auch hier eine kleine Pause machen, wenn wir gelandet sind. Und nächste Folge weiter. Aber erstmal schauen, was jetzt passieren wird. Und vor allem uns zurückziehen, wenn alles danach ausschaut, dass wir den halben Trupp verlieren. Wir werden immer mal wieder Verletzte haben. Wir werden auch immer wieder mal jemanden verlieren. Das ist nicht auszuschließen im Krieg gegen die Aliens. Wir haben ein Notfallsignal von einer der Widerstandsfraktionen empfangen. Ein paar ihrer Leute wurden von Advent angegriffen und mussten in einer der alten verlassenen Städte Zuflucht suchen. Der Kontakt brach ab, bevor sie einen Treffpunkt ausmachen konnten, also werden wir für einen Rettungseinsatz gebraucht. Die Fraktion schickt einen ihrer Soldaten, um uns bei dieser Operation zu helfen. Okay, wir haben sogar noch einen Soldaten mehr am Start. Ach, die Verlorenen, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Aber da haben wir ja mit unseren Scharfschützen eben auch die VIP, genau die richtigen. Unser Widerstandskontakt halten sich irgendwo in diesem Gebiet versteckt. Mhm. Sie zu finden hat oberste Priorität. Aber halten Sie auch nach weiteren Überlebenden in der Nähe Ausschau. Wenn Sie die Ziele sichergestellt haben, begeben Sie sich zur Evakuierung zu den angegebenen Koordinaten. Seien Sie vorsichtig da draußen. Das ist weit. Das ist eine große Map. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Oh, jetzt muss ich ja, damit ich nicht irgendwo hinklicke, aus Versehen, wenn ich jetzt die Aufnahme beende. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Egonson.